Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt sicher. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Ausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter dem Zeitplan. Herzlich willkommen bei Trend17 TV. Euer Transact für euch am Mike, wenn ich dann auch mal was sagen darf. Dankeschön, liebe Spiel. Alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Wir müssen an ihnen vorbeischleichen. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Wenn der Tunnel einstürzt, sind wir hier. Werden die schon wieder getrennt? Das gibt's doch nicht. Oh shit, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay. Komm, das schaffst du. Komm, lauf. Lauf. Ist links oder rechts? Ich geh hier lang. Komm, lauf. Schon gleich volle Action hier. Ja, willkommen, ihr Lieben, nochmal bei Trend17 TV und Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft. Da ist sie in ihrer vollen Pracht mit ihrem hübschen Haar. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Jacob ist natürlich ist mal wieder weg. Gut. Wie hätte es sonst auch anders sein sollen? Vielleicht kriegen wir den Aufzug in Gang. Es muss doch ein Weg darauf geben. Moment, ich glaube, ich kann. Oh shit, Frau Schmidt. Okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Nee. Oh, eigentlich. Ach du shit, da oben sind ja auch noch welche. Oh shit. Da kann ich oben kann ich spielen. Nimm ich erstmal den oben. Jo, den hat der Weg, würde ich sagen. Shit. Das gibt's doch nicht. Wie kann der denn ab? Werf eine Granate! Das war's. Sehr schön. So, ich nehme jetzt aber, glaube ich, lieber mal meine... Meine Wumme. Oh, da haben wir ja... meine Nachladen. Was das für eine Mega-Monster-Grafik ist. Also das Spiel ist wirklich mit Abstand das hübscheste bisher. Also noch, also ich finde es noch deutlich besser als Uncharted. Ja. Fragt sich, wo wir lang müssen. Da lang? Ah ja. Bietet sich an, da wir ja da hoch wollen. Okay, kannst loslassen. Und hoch da. Jawohl. Könnte nützlich sein. Kampfmesser, jawohl. Okay. Seil abschneiden. Ein
abseits. Aha. Oh mein Gott. Da haben wir Heilung. Okay. Wozu auch immer das jetzt gut war. Hier hoch. Nee, da kommen wir nicht hoch. Oh shit, wo müssen wir denn hoch? Müssen wir die grüne Taste da unten drücken? Müssen wir oder müssen wir nicht? Gar nicht runter. Ach, das ist doof, dass das die ganze Zeit wackelt. Man kann sich gar nicht vernünftig konzentrieren hier. Okay, ich gehe da mal wieder rüber. Wie bin ich hier danach? Achso, ich bin da rauf. Okay, sie hat sich nicht verletzt, das ist schon mal gut. Ich gehe hier mal an das Pult. Vielleicht muss ich hier irgendwas. Ha. Hier fahre ich dann hoch gleich. Oder? Moment. So, was da passiert. Oh Mist. Und jetzt? Ah, ich muss hier am Eis wahrscheinlich hoch, oder? Oder hier? Oder Moment, wenn ich da jetzt rüber gehe, den kann ich noch. Also das ist irgendwas mit dem Eis, schätze ich mal. Das kann eigentlich nicht anders sein. So. Okay. Das war knapp. Ja, diese Wackelei macht einen völlig verrückt hier. Kann sie hier hoch? Jo, sie kann das abschneiden. Okay, wir müssen noch mal wieder runter. Und ich schätze mal, wir müssen jetzt hier auf den rauf und dann können dann an das Eis ran. Yes. Genau so ist das. Ich schwöre, ich habe vorher nicht nachgeguckt. Das hätte ich mich wahrscheinlich auch noch klüger angestellt. Ach, da ist eine. Genau. Guck mal schön darüber. Und jump daran. Du sollst daran jumpen. Geh hoch. Du musst darüber, noch weiter rüber. Das müsste doch eigentlich gehen. Yes. So, und dann kann sie hier die weißen Balken hoch. Das haben sie diesmal auch ganz gut gemacht. Da darf ich auch nicht schimpfen. Das ist gut gemacht so. Da kann man auch dann von selbst drauf kommen. So ein bisschen. Ohne jetzt stundenlang rätseln zu müssen. Und hier haben wir eine Karte. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Der ist doch mal richtig schön aggressiv gewesen. Jawohl. So, und wir machen jetzt hier weiter. Ja, meine Lieben, nicht vergessen, das Video bitte zu liken. Das ist immer ganz wichtig und hilft dem Channel weiter, ein wenig zu wachsen. So,
ein Teil der verlorenen Stadt sein. Oh, da können wir was mitnehmen. Alte Münzen, sehr schön. Und sie hält wieder ihr Licht. Ja, ich habe gehört, dass nächste... Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja, ich hatte gerade den Satz begonnen, dass es ja ein Nachfolgespiel hier natürlich wieder von gibt. Mir fällt gerade der Name irgendwas mit Shadows. War das auf jeden Fall Rise of the Tomb Raider, irgendwas mit Shadows. Und das wird leider nicht von Crystal Dynamics gemacht. Finde ich ein bisschen schade, weil die haben das wirklich, wirklich geil gemacht, das Spiel hier. Oh, das war knapp. Da haben wir ein Feuerchen. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Und es wackelt und wackelt. Und ich wir können ums hier Überleben. Aufrüsten. Trotzdem habe ich Hoffnung. So, mal schauen, wo wir hier noch unglaubliche richtige Ruinen. Sachen aufrüsten Das muss können. Ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Leichtfuß. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Übernehmensverstecke. Auge für Details. Das ist nicht einfach. Handwerksmeister, stellen Sie was großartige Munition, Ressourcen, Taschen her. Munition. Das ist auf jeden Fall gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. So, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Ich schaue noch mal in die andere Geschichte hier rein. Jäger. Können wir da noch irgendwas Wichtiges updaten? Außer zweiten. Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile. Das klingt ja auch nicht schlecht. Nerven aus Stahl. Ziehen Sie. Oh, bleibt wirklich länger stabil. Das ist auch. Das ist alles nicht schlecht. Tierische glühende Verwendung. Ich höre Finesse. Guck nochmal bei dem hier. Ausweichkonter finde ich jetzt nicht ganz so wie effizienter Killer. Lautlose Kills werden automatisch ausgeplündert. Finde ich auch nicht so wichtig. Tödliche Präzision, lautlose. Lautlos Kills sind natürlich auch cool. Tod von oben. Das sind die feine Springer. Die Wunden schneller. Das ist auch sehr gut. Verstärkt sich schneller Heilfähigkeit. Das nehmen wir auch auf jeden Fall. Erstmal so ein bisschen auf die Heilung gehen hier noch mit. Finde ich ziemlich wichtig. Und wir schauen noch mal ganz kurz. Ich will euch auch nicht zu sehr mit den Details hier langweilen. Ich will das relativ zügig hier durchgehen. Hier kann man sicherlich noch irgendeinen Mündungshals wieder erweitern. Präzisionslauf. Und das andere ist modifizierter Schlagbolzen. Ladegeschwindigkeit. Oh Gott. Das andere bringt, glaube ich, mehr, ne? Ach, das andere haben wir schon. Okay. Zack. So, sehr schön. Modifizierter Schlagbolzen. Und weiter geht's. Lara, bist du fertig? Bist du abreisefertig? Hast du deinen Pferdeschwanz gebunden? Hast du das Licht eingeschaltet? Jetzt geht's weiter hier. Diese wunderhübschen Spiel. Unglaublich. Oh nein. Durchbrechen Sie die Tür. Du Schiete.
Wo muss ich hier denn lang? Ach, ach du Scheiße, da ist ja schon einer. Oh, oh. Ich nehme erstmal wieder meine Pfeile, würde ich sagen. Nein, meine Pfeile, würde ich sagen. Ich sagte Pfeile. So. Okay. Der wird da wohl tot sein. Da kann ja nicht noch einer sein. Okay. Kannst du dich auch ducken, Lara? Okay, springen kannst du. Nee, richtig ducken kann sie sich nicht. Da kann man was herstellen. Rauchgranaten. Das ist schon mal sehr cool. So, jetzt duckt sie sich auch. Das macht sie automatisch. Okay. Da hinten haben wir einen Werkzeugkasten. Da ist mit Sicherheit ein Muni drin. Da sind noch mehr, bestimmt noch mehr von den Kollegen hier. Er lebt noch. Das gibt's doch nicht. Eieieiei. Die sind aber schnell. Ist ja unfassbar. Oh! Nimm das Ding. Kann ich was herstellen? Ja. Oh, wie gut sind die denn gepolstert? Feuer konzentriert. Oh. Das war wohl nichts, mein Lieber. Okay. Komm her hier. Komm her. Komm zu Tante Lara. Das war zu spät, mein Lieber. So, Waffe wechseln. Waffe wechseln. Ich würde sagen, das ist doch mal optimal gelaufen. Zumindest für Lara ist es gut gelaufen. So. Holen wir uns erstmal unsere Kugeln wieder. Hier haben wir ordentlich was zu looten. Was haben wir da noch? Eine Flasche. Ist das noch eine? Nehmen wir auch schon mal mit. Da kann man ja noch schöne... Dann noch mehr. Geil gemacht. Das ist cool. So, alles schön gelootet. Da ist noch eine Flasche. Also ich mag ja am liebsten die Molotow-Cocktails, muss ich sagen. Die gefallen mir am besten. Was haben wir hier denn schönes? Benzin. Und eine Ausrüstungskiste. Da kommen wir nicht ran. Schiete, warum nicht? Heilung. Komm, nimm die Flasche wieder mit. Mach da ein schönes Molotow-Cocktailchen draus. Da hätte ich drauf schießen können, denn... Was haben wir hier denn schönes? Und wir können die Kiste aufmachen. Was ist drin? Jawohl, Fertigungswerkzeug. Sehr schön. Upgrade. Werkzeuge. So, nimm mal deine...
Was haben wir hier denn wieder Schönes? Müssen wir da irgendwo, das ist so heiß. Müssen wir das in Brand stecken? Schmeiß mal rein, das Ding. Yes! Irgendwas ist da doch bestimmt. Macht einfach zu viel Spaß, was man hier alles benutzen und... Aber ich schätze mal, dass es heiß. So. Da haben wir noch eine Kiste, da kommen wir nicht ran. Was ist hier los? Wieso können wir hier nicht weitermachen? Ich kann was darüber hängen. Hangeln. Jawohl. Och, ist das einfach geil. Ist das geil. Komm, beeilen Sie sich bitte. Einmal rüber da auf die andere Seite. Ich weiß jetzt nicht, muss ich hier loslassen oder muss ich da... Nein, was machst du denn? Wir wollen doch nicht wieder rüber. Lass los. So. Ah, hier ist doch wieder irgendein Rätsel bestimmt, ne? Das sieht mir so nach einem Rätsel aus. Und ich schätze mal, hier müssen wir auch wieder hoch. Mal schauen. Ich kann die Tür mit diesen anderen Kabeln aufreißen. Nein! Was machst du denn? Ach, Schitte. Schitte, Schitte, Schitte. Oh, wie schnell das wieder geladen ist. Ich hätte hier doch... Bringt sie da noch nicht ran. Geht doch. Geht doch. Oh, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Und festhalten. Ah, Schwein, hoch da. Oh, Schwein gehabt. Hier ist wieder so ein Mysterium von super Special Aufgabe hier wieder. Okay. Aha, okay. Ich glaube, ich habe das einigermaßen geschnallt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall muss ich diesen Wagen hier irgendwie, glaube ich, ziehen oder bewegen. Fragt sich nur, wohin der muss. Kann ja nicht zur Seite. Der hat doch bestimmt hier eine... Ach, Momento. Seil. Irgendwie verbinden hier. Irgendwas ist hier doch, ne? Nur mal mein... Nein, ich krieg nochmal das. Genau, R2. Jawohl, irgendwie sowas. Irgendwie sowas ist das doch jetzt hier. Würde ich sagen. Den Wagen. Aber was hat der Wagen hier für eine Funktion? Ach, das kann ich schneiden. Aha, ich hol da Spannung rauf. Okay, also irgendwie, ja, okay, okay. Geh da mal ran hier. Die Folge wird schon wieder hyper lang hier. So, nun mach nur. Hallo? Okay, ich muss da lang gehen. Ja. Aha, okay. Ich glaube, der muss aus dem Weg. Jetzt habe ich das geschnuggelt. Okay, der muss aus dem Weg. Ne, wir gehen nochmal an hier. Das kann ja gar nicht anders sein. Der muss hier aus dem Weg. Weiter geht auch nicht. Kann ich da auch noch von der anderen Seite ran? Nee.
Oder muss ich den einfach runterschieben? Kann ich auch. Ich hoffe, der hatte jetzt keine großartige Funktion. Dann würde ich sagen, ist es dumm gelaufen. Yes, okay. Und nochmal die ganze Geschichte. Komm, komm, hallo, ran da. Komm, Lara, ran an die Buletten. So, richtig schön. Hoch, damit der Schwung kriegt. Da hat das sicherlich was mit zu tun. Komm her. Nein, was machst du denn? Andere Richtung. Richtig schön. Mehr geht nicht, okay. Lass mal los und jetzt abschneiden. Dann hat er genug Schwung und der müsste dann den... Wie geil ist das denn? Halt die schön fest. Das ist doch mal richtig optimal gelaufen, meine Lieben. Die Folge ist schon wieder XXXXL lang. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen und wäre super, wenn ihr ein schönes, fettes Däumchen da lasst. Road to 1000 Däumchen bei diesem Video. Schaffen wir sowieso nicht, aber wäre cool. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Ist ja schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.